Die Strohhüte sind nach über 20 Jahren wohl möglich endlich auf Elbern angekommen. Aber wie die meisten unter euch wahrscheinlich schon wissen, fängt der Arc komplett anders an als wie gedacht. Was hat es mit diesem Mysterium auf sich? Sind die Strohhüte auf Elbern? Ist das eine Illusion? Sind sie in die Vergangenheit gereist? Ich versuche eure Fragen zu dem Chapter zu beantworten. In ein paar Tagen haben wir auch schon die Spoiler und wissen, wie es weitergeht. Lasst einen Daumen nach oben, dann nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's direkt los. Ich stelle euch jetzt den Sponsor des heutigen Videos vor, ihr kennt ihn alle. CyberGhost VPN und ich werde euch gleich zeigen, wie ihr One Piece legal gucken könnt, umsonst mit CyberGhost VPN. Natürlich könnt ihr sicher im Internet surfen, ein VPN-Service, ihr könnt entscheiden, aus welchem Land ihr surft, eure IP verstecken, ihr seid sicher, CyberGhost speichert keine Daten von euch. Dazu noch der Preis, Leute, 2,03 € im Monat plus 4 Monate gratis. Mit meinem Link in der Videobeschreibung kriegt ihr 83% Rabatt. Checkt es ab, ich erkläre euch jetzt mal kurz, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr jetzt One Piece umsonst gucken wollt. Denn BBC hat sich für die UK die One Piece-Rechte und andere Anime-Rechte gesichert. Und ihr könnt da schon über 200 Episoden direkt umsonst gucken, wenn ihr das jetzt einfach so über den BBC iPlayer guckt. Wenn ihr eher den japanischen Dub wollt, das wollen ja die meisten, das Original-Japanische, dann könnt ihr das sogar auch machen. Wenn ihr CyberGhost sagt, ihr seid in der USA, dann über die Plattform Pluto könnt ihr for free einfach One Piece streamen. Und es ist wirklich kinderleicht. Ihr installiert euch einfach CyberGhost, sagt, ihr seid in der UK, in Großbritannien oder halt in der USA, installiert euch dann auf den Seiten die jeweiligen Player, diese Streaming-Plattform und könnt dann einfach One Piece umsonst gucken, noch irgendein Abo auf diesen Seiten oder so. Das ist halt so ein Lifehack. Und halt auf Windows, macOS, Android, iOS und sogar Linux könnt ihr das nutzen. Und falls nicht, 45-tägige Geld-Zurück-Garantie, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Kundensupport, falls ihr mal nicht klarkommt mit irgendwas. Und halt 7 Geräte gleichzeitig könnt ihr nutzen. Ihr könnt es sogar noch teilen mit euren Freunden oder Familie. Es ist sogar gewollt. Und ihr seid einfach frei von dieser Geoblocking-Sache, dass es einige Sachen so nicht auf diesen Streaming-Plattformen gibt, in diesem Land, aber in dem anderen Land wieder. Das gibt's dann nicht mehr. Deswegen, vielen Dank fürs Sponsoren. Schlag zu, es lohnt sich. Und weiter geht's. So, natürlich bei so einem Chapter, wo nicht ganz klar ist, was jetzt gerade mit den Strohhüten ist. Also die eine Hälfte der Strohhüte, die auf der Sunny war, irgendwie ist verschwunden. Die Sunny ist weg, die Strohhüte sind weg und die sind dort aufgewacht in dieser Lego-Burg, wo alles so ein bisschen unwirklich wirkt. So viele Fehler hat Oda in diesem Chapter gemacht. Ich habe es in meinem Stream schon gezeigt. So viele Fehler und auch Fehler, die Oda nicht machen würde. Wie zum Beispiel, dass Ruffy einen Angriff sagt, also dass er Gear 4 sagt, aber nicht Gear 4 geht, sich gar nicht verwandelt und ein Gear 3 Angriff macht. So ein Fehler würde Oda nie machen. Und das war sogar auch in der offiziellen Übersetzung drin. Deswegen ist das ein Fehler, der gewollt ist, weil sie gerade in so einer Halluzinations-Illusionswelt sind. Das ist zumindest das, was die meisten denken. Es gibt auch noch eine andere Theorie, dazu komme ich gleich. Aber erstmal muss man noch hinterfragen, wie wurden die denn getrennt? Die haben alle diesen Absinth getrunken, dieses Getränk, die grüne Fee Absinth, die Halluzination hervorrufen soll, wenn man den zu viel trinkt und alles so. Es wurde auch gewarnt, wo sie alle das getrunken haben auf dem Elbernschiff. Aber das kann ja trotzdem nicht sein, dass alle, selbst die Riesen, die das ja eigentlich kennen und alle, dass die 2 Tage ausgenockt sind, bewusstlos und dass dann die eine Hälfte auf einmal fehlt. Das kann nicht sein. Entweder wurde der Absinth mit einer Teufelsfrucht manipuliert, der Absinth selbst war manipuliert und war irgendwie viel stärker gemacht. Ein Riese war vielleicht eingeweiht in der ganzen Sache und vielleicht ein Mann von Loki, von jemandem, der auch irgendwie ein Riese ist. Denn dort, wo die Strohhüte gerade sind, das wirkt halt wie Elbern. Und das ist das Heimtückische. War das der Mann, der an der Küste gesessen hat und gewartet hat auf die Strohhüte? Das große Mysterium, dieser Mann, wer könnte das sein? War er das? Steckt er dahinter und testet gerade die Strohhüte? Beziehungsweise ja nicht mal alle. Und was natürlich extrem verdächtig ist für viele, ist, dass der Baum Yggdrasil, der hier auch als Yggdrasil betitelt wurde, dass der gezeigt wurde, aber sehr dünn und so klein wirkt und dass wir die Baumkrone sehen und dass er halt nicht komplett so riesig, gigantisch wirkt, wie wir ihn sonst gesehen haben. Es könnte aber auch mit der echten Beschaffung des Yggdrasils aus der nordischen Mythologie zu tun haben, der unten auch viel, viel dicker ist, wo Midgard ist, also das, was wir auch gesehen haben, wo Big Mom war und sowas mit den Kindern damals in diesem Flashback, wo der große Baumstamm ist. Und wir haben die Bestätigung, dass das Yggdrasil ist und wenn es möglicherweise dann auch nicht nur den Namen Yggdrasil trägt, sondern auch ein paar Eigenschaften von Yggdrasil aus der nordischen Mythologie mitbringt, dann kann es schon sinnig sein, dass diese Strohhüte, die wir jetzt gesehen haben, auf der oberen Ebene sind. Also bedeutet in Asgard. Wir sehen auch dort, dass da eigentlich auch die Götter eigentlich leben und alles so. Und wenn Loki wirklich dahinter steckt, macht es Sinn, dass er vielleicht oben auf dem Baum auch lebt in Asgard, in dem Elbern Asgard und dass er dort die Strohhüte mit hin verschlägt.
verschleppt hat. Und dort sind einfach die Häuser und die Burgen und alles aus diesen Lego-Bricks gemacht, weil diese Klemmbausteine, kennen wir alle, die kommen aus der skandinavischen Ecke, was auch wieder zu diesem nordischen passt. Und vielleicht hat sich Oda da einfach einen Scherz erlaubt. Und vielleicht hat ja irgendein Riese diese Teufelsfrucht und kann diese Bricks einfach erschaffen und damit einfach die Häuser zumindest oben auf dem Baum in Asgard irgendwie so bauen. Das würde auch erklären, wie gesagt, dass wir dort dieses Schloss gesehen haben. Aber trotzdem, für mich wirkt das immer noch alles wie eine Illusion eher. Dieser Gedanke, dass sie jetzt wirklich dort sind und einfach nur auf dem Baum sind und dass dieser Baum, den wir dort gesehen haben, kleiner wirkt im Hintergrund, weil er einfach oben auch kleiner ist und dort die Baumkrone ist, ist eigentlich ein cooler Gedanke. Das Einzige, was ein bisschen dagegen spricht, sind meiner Meinung nach die Wolken. Es klingt jetzt wieder lächerlich, aber der Wolkenstand, immer wenn wir diese Elbaninsel gesehen haben mit den Bergen und diesem riesigen Baum irgendwie da an der Seite, hat man auch die Wolken gesehen und gesehen, dass dieser Baum einfach über die Wolken ragt. Und diesmal haben wir wieder den Baum gesehen, die Baumkrone, und da waren auf einmal wieder Wolken, so als wäre das wirklich nur eine inszenierte Version. Einige Leute denken aber sogar, das ist vielleicht eine Vergangenheitsreise, also eine Teufelsfrucht irgendwie, eine Illusion, sodass die Ströte in die Vergangenheit gereist sind von Elban und dass das nur noch der kleine, ich sag nicht, Sprössling ist albern, weil der Baum ist immer noch riesig, aber dass diese dünnere Version von dem Baum, den wir jetzt gesehen haben, einfach noch viel kleiner war, so als der, den wir jetzt in der Gegenwart haben, und die Ströte sind gerade nur da, weil sie sagen ja dort auch die Riesen untereinander, dieser Vorfall im Wald, wir müssen das dem Sonnengott berichten. Und das ist jetzt wirklich so eine interessante Thematik. Wieso müssen sie das den Sonnengott berichten? Dort, wo die Ströte gerade sind. Entweder sind sie auf Elban, oben auf Asgard, oder sie sind in irgendeiner Illusion, in einer Illusionswelt von Elban, die irgendein Riese erschaffen hat. Und die echten Ströte liegen gerade auf der Sunny irgendwo, bewusstlos in einem Schläfchen, im Absinthkoma. Und das alles ist gar nicht wirklich so real. Obwohl es, wie gesagt, auch so gewirkt hat. Lysop hat das ja auch schon in den Chapter angenommen. Das ist hier alles nicht echt und bla. Und hat dann aber die Klatsche von diesem Löwen bekommen, die real war. Trotzdem, die offensichtlich platzierten Fehler und alles so, das wirkt schon so, als wenn das nicht so 100% echt ist. Egal. Denn nur in einem Nebensatz ist für mich fast das Interessanteste in dem ganzen Chapter passiert, dass die Riesen sagen, sie müssen das dem Sonnengott berichten. Und warum müssen sie das dort irgendwie dem Sonnengott berichten? Denn eigentlich, die Riesenkrieger-Piraten, Boogie und Woogie und so, die sind ja dort auf Egghead angekommen, um den Sonnengott abzuholen, weil sie auf dem Steckbrief Ruffy gesehen haben, er ähnelt den Sonnengott. Vielleicht in der Bar mit Shanks haben sie auch noch eingetrunken und dort wurde denen das noch erzählt. Ja, er ist es, er hat die Frucht gegessen damals und so im Witwen. Ich wusste es all die Jahre, er ist der Sonnengott und jetzt ist er reinkarniert, er ist wiedergeboren gegen Kaido. Jetzt ist Ruffy der Sonnengott Nika, der Leibhaftige so. Und deswegen sind sie ja losgesegelt und deswegen ist das noch so umso verwirrender, dass die Riesen dort auf Elban oder halt in dieser Illusionswelt sagen, sie müssen diesen Vorfall den Sonnengott berichten, als würde der dort existent gerade am Start sein. Aber das kann ja nur sein, dass dort sich jemand fake-mäßig als Sonnengott ausgibt oder es wird einfach angenommen, dass er das ist. So wie gesagt, wenn es jemanden gibt, der diese Katze zu einem Löwen verwandeln kann oder sowas, wenn der dahinter steckt, hinter dieser Verrücktheit, dieser ganzen Sache da. Das ist ja auch schon eine crazy Frucht dann. Das könnte sein, dass sie ihn einfach dann auch fälschlicherweise als Sonnengott Nika betiteln, weil Sonnengott Nika wahrscheinlich aus den Überlieferungen so immer gesagt wird, dass der auch diese verrückten Kräfte hat oder so und machen kann, was er will. Und wenn es Früchte gibt, die diese Verrücktheit irgendwie ein bisschen erreichen, kann es schon sein, dass sie einfach fake-mäßig ihn dann als Sonnengott jetzt betiteln. Auf der anderen Seite denken einige Leute, wenn die Ströte jetzt wirklich in einer Vergangenheitsversion von Elban sind, dass Ruffy jetzt den echten Sonnengott treffen könnte dort in dieser Illusionswelt. Und dass das alles, wo die Ströte gerade sind, wirklich zu einer Zeit ist von vor, also mehr als 800 Jahren, weil vor 800 Jahren hat Joy Boy noch gelebt. Joy Boy war irgendwie schon jemand, der die Kräfte von Sonnengott Nika geerbt hat oder die hatte, war aber nicht Sonnengott Nika. Deswegen ist jetzt interessant abzuwarten, wer ist dieser Sonnengott, dem sie jetzt das berichten. So, ist es in dieser Elban-Version ein vielleicht auch erschaffener Sonnengott? Ist es Loki selbst, der sich als Sonnengott betitelt, so, weil er einfach dort auch so ein bisschen machen kann, was er will, so mit dieser Illusionsfrucht oder was auch immer. Loki, wie gesagt, aus der nordischen Mythologie ist auch der Gott der Täuschung und so. Das würde auch passen zu dem Loki dann hier. Und es ist halt die Sache, an was sich Oda jetzt bedient. Viele sagen auch, okay, Yggdrasil verbindet 9 Welten in der nordischen Mythologie, der Baum, der Weltenbaum. Und die Ströte sind gerade einfach in einer Welt, so. Was aber auch wieder zu dieser Asgard-Thematik passt, dass sie jetzt einfach auf der oberen Ebene sind, so in Asgard. Ich frage mich nur, warum dann innerhalb von Elban noch irgendwie ein Plot gesponnen wird gegen die Riesenkrieger-Piraten. Also Boogie und Woogie, und die wollten ja Ruffy abholen und so. Und wenn jetzt wirklich Loki und die irgendwie noch ein Riese dahinter steckt, so, dann ist das ja doch schon so ein bisschen wieder so, dass wir in einem Arc jetzt einen kleinen Konflikt kriegen und alles so. Loki, der sich vielleicht als Sonnengott sieht, als falscher Sonnengott, trifft dann auf Ruffy, den echten, und dann muss erstmal hier ausgekämpft werden, wer der echte ist, oder vielleicht jetzt in dieser Illusionswelt schon so. Wenn diese Illusionswelt wirklich mit Vorstellung funktioniert, dann ist Ruffy auch im Vorteil, wenn er erstmal Gear 5 geht, so, da kann er auch noch mehr machen, was er will, oder wie, muss man sich das vorstellen? Aber wir kennen Elban auch noch nicht richtig, das muss man auch sagen. Wir haben nur den unteren Part von Elban immer gesehen,
so im Big Mom Flashback. Wir kennen so ein bisschen da, okay, den Brauch, dass sie dieses Semmler-Fasten machen da für den Sonnengott, was Big Mom ja auch gemacht hat. So, da gab es ja diesen großen Streit zwischen Big Mom und den Riesen. Und wir wissen auch nicht, wie wirklich das Königshaus, der König, der Prinz, Loki, der über Elbern regiert, der wahrscheinlich oben auf der oberen Ebene in Asgard wohnt dort, mit seiner Kriegsarmee, die Kriegsarmee von Loki, die sind die krassesten so. Und damit sind, glaube ich, nicht die Riesenkrieger-Piraten gemeint, Boogie und Woogie und seine Truppe, sondern die Armee von Elbern so. Und die kennen wir alle gar nicht, deren Ansichten so, wie das ist, wie die sind. Und das wird alles noch interessant. Deswegen schreibt eure Meinung, eure Prediction zu Elbern hier in die Kommentare. Vielen Dank nochmal für CyberGhost, für Sponsoren dieses Videos, Leute. Ein kleiner Talk zu Elbern, jetzt, bevor es weitergeht, bevor es losgeht, damit vielleicht die ein oder andere Theorie hier auch stimmt. Ich bin raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein, ciao, tschüss, euer Theo.